Guten Morgen und herzlich willkommen zu den Gamesfeld-Nachrichten. Ich bin der Pirmin Arkad und neu bei Gamesfeld und hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Auch heute habe ich euch wieder ein paar interessante News mitgebracht. Unter anderem wird das Mikrofon des DualSense-Controllers der PS5 standardmäßig eingeschaltet sein. Dann muss die TV-Serie Halo die Cortana-Rolle neu besetzen. Wie wir schon vor ein paar Tagen berichtet haben, wird die PS5 keinen Webbrowser mehr besitzen. Dazu hat Sony jetzt Stellung bezogen. Und Microsoft wird weiter keine Verkaufszahlen preisgeben, obwohl der Release gestern der beste aller Zeiten war. Wenn ihr wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Schon Johann Wolfgang von Goethe sagte, es hört doch jeder nur, was er versteht, und hören werden wir in Zukunft eine ganze Menge, denn wie der Chefredakteur von PlayStation Lifestyle Chandler Wood jetzt auf Twitter berichtet hat, ist das Mikrofon des neuen DualSense Controllers der PlayStation 5 standardmäßig immer eingeschalten. Heißt, wenn ihr jetzt nicht in jedem Multiplayer-Spiel in jeder Lobby euer Wohnzimmer streamen wollt, müsst ihr das Mikrofon davor händisch ausschalten. Das geht zum Glück ganz einfach, denn unter der PlayStation-Taste gibt es eine eingebaute Stummschalttaste. Trotzdem wird das wahrscheinlich der ein oder andere vergessen. Mal schauen, ob Sony nicht da noch eine Lösung bringt. Nicht nur bei der Serie von The Witcher läuft es nicht ganz rund, auch die Adaption rund um Halo gestaltet sich aktuell ein wenig schwerfällig. Nach mehreren Problemen, gerade terminlichen Problemen aufgrund von Covid-19, sah der Entwickler Showtime sich jetzt gezwungen, die Rolle von Cortana neu zu besetzen. Allerdings können Fans sich jetzt hier auf eine Neubesetzung mit Jen Taylor freuen, die hat auch Cortana in jedem Hauptteil der Spielereihe seit Combat Evolved eingesprochen. Die Produktion läuft mittlerweile relativ gut über die Bühne, der Start der Reihe wird im ersten Quartal 2021 erwartet. Vor ein paar Tagen haben wir es ja schon berichtet, die PlayStation 5 wird keinen Webbrowser mehr besitzen. Jetzt hat Sony allerdings dazu Stellung bezogen und betont dabei, dass sie Zweifel haben, dass eine Spielekonsole überhaupt einen Webbrowser benötige. Der Gedankengang ist ja dabei insofern nachvollziehbar, dass ja gerade die Bedienung auf den Konsolen immer so ein wenig schwerfällig war. Besonders interessant wird es allerdings mit Spielen wie Apex Legends, die einen ja doch relativ häufig auf so eine Internetseite verweisen. Hier ist dann aktuell unter anderem eine Alternative im Gespräch, bei der man den entsprechenden Link via E-Mail bekommen soll. Ob das dann der heilige Gral oder des Rätsels Lösung ist, wird sich mit der Zeit zeigen. Seit einem Tag ist die neue Xbox Series draußen und ist jetzt schon der erfolgreichste und größte Xbox-Release aller Zeiten. Zumindest hat das jetzt Phil Spencer auf Twitter bekannt gegeben, dass innerhalb der ersten 24 Stunden die neue Microsoft-Konsole erfolgreicher war als jede andere Xbox-Konsole im Vergleich eines gleichen Zeitabschnittes. Wer jetzt allerdings gedacht hat, genau Verkaufszahlen zu hören, wird wieder enttäuscht, denn Microsoft will seiner Linie treu bleiben und keine Zahlen bekannt geben. Man wolle sich dabei mit seinem Team nicht auf reine Verkaufszahlen stürzen, sondern sich lieber von Spielerzahlen antreiben lassen. Und natürlich arbeitet Microsoft hart, um schnell weitere Konsolen verschicken zu können. Das war's mit den Gamesfeld-Nachrichten am 12. November. Lasst uns gerne ein Abo, einen Kommentar, ein was auch immer euch noch alles einfällt da. Gehabt euch wohl. Ciao.